Und das sind politische Gegner, liebe Freunde. Kommission im Detail einmischen, wenn es darum geht, Märkte zu öffnen. Nein, da geht es um etwas, von dem wir haben möchten, dass wir das kontrollieren und dass ihr uns dabei unterstützt. Und ich kann euch nur auffordern, helft uns nicht nur im Wahlkampf jetzt, sondern auch bei dieser Bürgerinitiative, nämlich da wollen wir sehr wohl den Finger auf die Wunde legen und die Kommission fragen, was tut ihr jetzt? Schaut... Vielen Dank an Michael Häupl, vielen Dank an Werner Faymann, vielen Dank an Eugen Freund, an Evelyn, an Hannes, Jörg Leichtfried, die schon auf dem Weg zur Arbeit sind. Ich habe sie draußen noch mal ermahnt, auch vernünftig zu sein. Vielen Dank für die Chance, heute Abend bei euch sein zu dürfen und mit euch den Wahlkampf hier in Wien zu eröffnen. Vielen Dank dafür, dass ich die Chance habe, ein paar Überlegungen vorzutragen, die das, was gesagt worden ist, ergänzen sollen. Überlegungen, wie wir Europa vom Kopf auf die Füße stellen, wie wir diese faszinierende Idee, die hinter Europa steckt, dass Nationen und Staaten über Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Diese Idee, dass Völker statt das Recht des Stärkeren gegeneinander auszuspielen, eine Union der Stärke des Rechts bilden
wo große und kleine Länder sich auf der gleichen Augenhöhe begegnen, wo nicht die Starken den Schwachen Lektionen erteilen, wo der Norden, der Süden, der Westen und der Osten gemeinsam arbeiten auf der Grundlage der Überlegung, dass man zusammen stark ist und alleine schwächer. Diese faszinierende Idee, für die nach wie vor nächste Blase baut sich auf. Deshalb, wir müssen die Kreditklemme überwinden und müssen dafür sorgen, dass kleine und mittlere Unternehmen Arbeitsplätze schaffen können, indem sie investieren. Und ich füge hinzu, wenn die junge Männer und Frauen einstellen, dann sollen sie eine Vergünstigung bekommen. Ja, aber keinen Steuernachlass für diejenigen, die schon wieder spekulieren. Einer aus der oberen Etage, aus der Champions League. Und der hat mir gesagt, Sie machen mich bankrott. Warum? Wegen der Bankerboni, die wir begrenzen im Europaparlament. Wir haben beschlossen, Bankerbonuszahlungen werden begrenzt auf das Doppelte des Jahresgehaltes der Banker. Die, wie ich gelesen habe, im Schnitt etwa 1,1 Millionen Euro im gehobenen Management verdienen. Das heißt, nach Adam Riese, Doppeltes des Grundgehaltes sind 2,2 Millionen dazu. Wenn ich das alles zusammenrechne, sind das 3,3 Millionen Euro. Jetzt sagt er mir, die machen mich pleite. Da habe ich gesagt, warum? Er sagte, die richtig guten Leute. Und er meinte das ernst. Die richtig guten Leute. Die Trader, die an den Börsen so richtig es krachen lassen, in Hochfrequenzen, wo in sekundenschnelle Milliarden um den Erdball geschoben werden und spekuliert wird auf jedes und alles, und sei es Nahrungsmittel oder die Lebenserwartung von Menschen. Die gehen alle in die USA, sagt er mir. Die bleiben nicht mehr bei uns. Dann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Ich habe es ihm nicht gesagt, aber innerlich hatte ich das Gefühl, vielleicht ist das für Europa aber nicht so schlecht, wenn jemand eine Zeit lang alle in die USA. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir müssen eine der schändlichsten Angelegenheiten beseitigen, die es auf unserem Kontinent gibt. Wenn die fünf wunderbaren Musikerinnen, die uns hier unterhalten haben, nicht Musikerinnen, sondern fünf Männer wären, bekämen Sie für diese Arbeit mehr Lohn. Fasziniert sind von dieser Idee, die ich beschrieben habe, die hinter Europa steht. Die Idee, dass die Großen den Kleinen, nicht weil sie mächtig sind, sagen, was sie zu tun haben. Ich bin stark, du bist schwach, du folgst, weil ich es will. Nein. Der gegenseitige Respekt, den eine jede Nation, ein jeder Staat und ein jeder Bürger und eine jede Bürgerin verdienen, das ist das Europa, das wir wollen. Und das ist übrigens auch das Europa, das die Menschen auf diesem Maidanplatz wollten. Ein Europa, für das uns viele Menschen in der Welt beneiden. Ein Europa der Werte, die uns Europäerinnen und Europäern langsam und allmählich nichts mehr wert sind. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das Wahlrecht, die Versammlungsfreiheit, das Recht, Parteien zu gründen, das Streikrecht, die Waffengleichheit vor Gericht, das Willkürverbot, die Ächtung der Kinderarbeit, die Abschaffung der Todesstrafe, der Instanzenweg vor Gericht, die Freiheit von Forschung und Lehre, unsere ganzen sozialen, individuellen und übrigens ökologischen Grundrechte, die wir erstritten und erworben haben, kommen nicht wie der Strom aus der Steckdose. Sie sind erstritten worden in einem Kontinent, in dem in seiner ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts all diese Werte nicht nur nichts zählten, sondern sie systematisch zerstört wurden. Ich glaube, Damen und Herren,